Habe ich noch Shotgun-Munition? Oh ja, habe ich. Hervorragend. Abspeichern. Ich weiß noch nicht, ob das eigentlich so clever ist, wie ich die ganzen Larven hier platt trete. Was? Wie? Wo? Wo kommst du denn her, sag mal? Da muss ich noch ein bisschen üben hier mit dem Timing vom Ausweichen. Krieg ich nicht so ganz hin. Also noch nicht. Ich nehme mal vor, ich zahle mal mit. Man weiß ja nie. Gott sei Dank, ey. Kann man da durch? Ach, tatsächlich. Nein! Scheiße! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich glaube, die Headcrab ist auch tot. Hui! Okay. Laden wir doch erstmal nach. Eieieiei. Okay, eine Granate dafür. Was macht der jetzt? Soll ich da drauf? Oder nicht? Spiel mir da nur nicht so ganz drüber im Klaren. Vielleicht kann ich da jetzt ein bisschen krabbeln. Die haben wir da schon mal. Hab ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber... Ist immer noch am Hochfahren, oder was? Unglaublich. Warte mal. Ja, ist mir egal. Hauptsache, weg von da... Geh mal aus der Sonne. So, wenn wir den jetzt nämlich runterpacken. Ja, muss er wieder ganz außen rum gehen. Stibimmt, ja. Und dann die beiden Metallklötze da drauf knallen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Ding zu schwer beladen ist und nicht hochgeht. Wow. Also da ist auf jeden Fall Physik Engine drin. Habe ich soeben begriffen. Du kannst doch da drauf bleiben, so ist das nicht. Was höre ich denn hier? Das ist die Larven noch. Wo sind das Headcrabs? So. Zack. So, und jetzt hoffe ich, dass das Ding unten bleibt. Dann gehe ich nämlich drauf, schieße die Dinger runter. Schauen wir doch mal. Nein, die Hypothese war leider falsch. Ach komm. Danke. Nein, bleib du hier. Ich will dich haben. I want you. Was war das? Habe ich da was getötet? Das war keine Absicht. Ich schwöre. Einfach versuchen. Hervorragend. Böse Munition. Ach, guck mal da. Guckt euch das mal bitte an. Ja, schön, ich kann hier rein. Das tut mir echt leid. Aber, warte mal. Tada! Wie soll ich dich denn da rauskriegen? Du bist ja ein Scherzkeks, ey. Warte. Ja, und. Ja! So. Das sieht doch nochmal ordentlich schwer aus, oder? Ja, sieh. So. Nicht feststecken, bitte. Gut. Ich finde, das Ding ist überladen. Dann gucken wir doch mal. Also, was der Träger hier schon alleine wiegen müsste, ne? Geht auf keine Kuhhaut. Und? Jawohl. Ich freue mich über sowas immer, wenn meine Ideen tatsächlich auch funktionieren.
Habe ich nicht allzu oft, aber wenn, dann freue ich mich auch. ein bisschen SMG-Munition. Hervorragend. So, bevor wir hochdüsen. Speichern. Pschau. Ja, komm. Haben wir noch was zum Schmeißen da. Für den Fall der Fälle. Geld! What the? Gib mir so ein Ding ins Gesicht. Pow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. So, komm rein, mein Freund. So. Ich mag die viel lieber als die Alex. Alex ist zwar jetzt nicht schlimm, aber... Oh, da hängt was dran. Jetzt nicht mehr. Oh, Schienen. Erinnert mich auch sehr stark an Half-Life 1. Was ist das denn? Entschuldigung. Ich will die Verstärkung haben. Nein! Nicht losgehen! War das schlecht? Nein! Nein. Oh, da habe ich jetzt so gespeichert. Das fühlt sich jetzt auch schon lange her. Oh, no. Scheiße, ey. Ah, nur weil er so am Rumschlittern ist, der Spacko. Hast du gedacht, ja, okay, ich guck mal eben kurz runter, ne? Und dann, schießt über das Ziel hinaus. Ach, guck mal, war ja gar nicht so weit weg. Ja, runter habe ich gesagt. Runter. Ja, ich kann dich auch die ganze Zeit suchen, bis wir... Aua. Die hat mich geschlagen. Oh. Ja, stimmt, da war ja noch was. Habe ich noch eine Waffe hier? Och man, es hat so viel Spaß gemacht, das Ding zu werfen. Och, kommt der nicht hier hin? Das ist aber schade, ne? Wo man die längere Reichweite hat. Hui! bist du hier am Stiesel? Ja, ne? Mach mal fertig hier. Da ist doch was zum Werfen. Ich bin echt blind. Weg! Gehört mir! So. Da ist gerade aber wirklich keine Meisterleistung von mir. Mit dem Leap of Faith. Nur ohne Faith. Sondern nur mit Leap. Blablabla. Auf. Ich mochte dieses unkontrollierte Schlagen aus dem ersten Teil lieber. Haben wir irgendwas geschafft? Nee, ne? Letztes Mal war besser. War cool, dass er das letztes Mal zu mir auch gesagt hat. Und ich dann zu langsam war. Oh, ist das zu schwer für dich? Nee, ne? Wow, okay, dann mach du. Ist okay. Er schreckt mich da auch immer. Da kommt doch jetzt was runtergedüst. Ja, siehst du? Scheiße! Ich kam da nicht durch. Zuerst. Oh nein, dahin sind schnelle Sachen. Okay. Gut, dann nimm du den. Was schießt denn hier? Oben ein Käfer. Oh. Das ist auch schade, ne? Was dann? Ui, wo kommst du denn her? Hast du dich da drunter versteckt oder was? Bird. Also den Aufgang würde ich gerne noch machen.
Oh. Mein Fehler. Den Aufgaben würde ich gerne noch machen. Das ist, wollte ich eigentlich nur noch sagen. Das ist nur die Frage. Okay, die Frage hat sich damit beantwortet. Wo muss ich hin? Flomperlompombom. So. Gut, dass gerade jetzt das Licht ausgegangen ist. War ja klar. Wie sieht's denn hiermit eigentlich aus? Oh, sehr gut sogar. Ich bin beeindruckt. Was ist das denn? Oh! Oh, Scheiße! Auch da rein? Nee, ne? Das ist für mich eigentlich zu stabil aus, um kaputt machen zu können. Ja. Tja, ne? Oh no? Okay, das ist cool. Oh, eine Kiste! Wie nice! Gib mir deinen leckeren Inhalt! Okay. Wie ist auch nicht so schlimm. Speichern. Brecheisen. Raus. Raus, 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 raus. Ich komm nicht raus. Das war, glaube ich, geplant. Fällt da noch was auf meinen Kopf jetzt, oder? Brrr, okay. Wie tief geht es denn runter? Ziemlich tief, okay. Was hat sowas... Was hat das für einen praktischen Sinn? Würde mich echt mal interessieren. Warum haben die sowas hingebaut? Vor allem, warum ist hier Wasser? Oh, zum Glück bin ich schneller gefallen. Alter! Boah! Mach sowas doch nicht. Richtig geil. Muss ich ja schon sagen. Haben sie geil gemacht. Oh, Entschuldigung, ich bin beim Kratzen der Nase wieder mal ins Hetzige. Auch du hast mich jetzt erschrocken. Hör auf zu moonwalken. Folgt mir einfach. Da hinten kann ich was einsammeln. Achso, das ist Waffenwechsel. Cool. Okay, jetzt bin ich absolut gewappnet. Speicher mal zwischen. Wer weiß, was nun noch kommt. Nichts. Hä? Gut, jetzt bin ich hier verwirrt. Da ist Schicht. Da ist Schicht. Wo kann ich irgendwas? Ne, kann ich nicht. Da muss ich aber wahrscheinlich hin. Nur Larven. Larven, die lustige Geräusche machen. Ah, hier muss ich wahrscheinlich hin, ne? Oh no, sieht zu sehr nach Ameisenlöwen aus. Deswegen mache ich jetzt hier und jetzt den ersten Cut. Wieso das denn? Ach so, ja. Speichern nicht möglich, weil... Stimmt. Mir fällt auch gerade ein, wo ich gesagt habe, den ersten Cut. Ich wollte eigentlich, oder hatte mir wirklich ernsthaft überlegt, und je öfter ich über eine Sache nachdenke, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass ich das umsetze, ob ich nicht mal hier diese 15-Minuten-Cuts machen soll. Also 15 oder 20 Minuten, je nachdem, wenn ich halt gerade denke, okay, hier ist jetzt ein passender Zeitpunkt. Einfach damit es halt immer ein bisschen geschlossener wird von Part zu Part. Weil ich kann die Kritik auch nachvollziehen. Wenn ich jetzt natürlich jetzt immer so wie jetzt anderthalb Stunden knapp aufnehme, dann sind dann immerhin 5-6 Parts auf jeden Fall. Wurde dann halt, wenn der erste Part vorbei ist, ne, natürlich dann mitten in der Aufnahme ohne logischen Schluss beendet ist, und dann zieht sich halt über das ganze Let's Play durch. Wenn es hinterher zu Ende ist, das Let's Play, dann ist das wiederum meiner Meinung nach angenehmer, wenn man sich das dann durchgehend anschaut und nicht bei jedem Part hört, hey, hallo, willkommen zurück, weiter geht's oder sonst irgendwas. So, dann finde ich das schöner, wenn es dann einfach fließender ist. Aber gut, ich überlege es mir auf jeden Fall noch, mal gucken. Das war jetzt auf jeden Fall erstmal die erste Aufnahme Half-Life 2 Episode 2.
muss ich sagen, gefällt mir bisher tatsächlich mit Abstand am besten. Also ich finde die Szenen auch ganz geil, die Inszenierung finde ich gut, die Interaktionen, also die Schockmomente, auch wenn es wahrscheinlich keine sind, aber ich verjag mich hier die ganze Zeit. Ist schon sehr geil, also auch vom Setting her. Also dass wir mehr mit Vortigern zu tun haben, dass wir bisher auch noch nicht so viel mit Menschen zu tun hatten, das finde ich auch geil, weil das, was meiner Meinung nach Half-Life 1 auch ausgemacht hat, ist so ein bisschen das Isolierende, was man da fühlt. Ne? Dass man zwar auch mit anderen Menschen Kontakt hat, ne? Die Menschen, die einem aber freundlich gesinnt sind, einem so gesehen aber nicht helfen können, weil es überhaupt gar keine Kämpfer sind, ne? Die können dir vielleicht mal eine Spritze geben, um dir 20 HP zurückzugeben. Ansonsten eigentlich nur auf Außerirdische triffst, die auch irgendwo erscheinen. Und wenn du dann auf andere bewaffnete Menschen triffst, dass es dann in der Regel eigentlich deine Feinde sind. Das finde ich halt schon, das fand ich damals halt sehr cool am ersten Teil. Und hat mir hier ein bisschen gefehlt. Hier hat man zu oft gegen Menschen einfach gekämpft, meiner Meinung nach. Es war irgendwo alles so ein bisschen, in Anführungsstrichen, zu realitätsnah und überhaupt gar nicht mehr mysterisch. Mystisch. Mysterisch. Mysteriös. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Aber hier Episode 2 auf jeden Fall, das gibt mir das so ein bisschen wieder, ne? Aber mal gucken, wie sich das noch alles entwickelt. Ich hoffe auf jeden Fall, das gefällt euch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Aufnahme, bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.